Sorry for the repeating of words. Y con muchísimo gusto, muchísimo honor y muchísima felicidad, les pido por favor un aplauso para darle la bienvenida a nuestro maestro Geshe Michael al escenario. Please, a round of applause to give a warm welcome to our teacher Geshe Michael. Herzlich willkommen und einen großen Applaus für unseren Lehrer Geshe Michael Roach. Okay, hi. Okay, hallo. Willkommen zurück. Okay. Okay. Good. First thing, because I will forget. Primera cosa, porque si no se me va a olvidar. So, als erstes, weil ich es sonst vergesse. Mein Zeitplan ist ziemlich verrückt. Fast jeder Tag ist schon ausgebucht für das nächste Jahr. Aber das Jahr hat so viel Spaß gemacht, dass wir uns entschieden haben, das nächstes Jahr nochmal zu machen. And I think the same structure is nice, like a weekend, so you can have time. Und ich glaube, die gleiche Struktur wäre gut, so über ein Wochenende. Also versuchen wir, den Zeitplan anzupassen. Und vielen Dank an die Organisatoren. Thank you, Tim. Where's Tim? Gracias, Tim. Thank you, Danke Tim. Auch an Tim. And thank you, Aldo and Guadalajara and the other teachers from Mexico. Gracias a todos. Und danke auch an Aldo und alle anderen Lehrer hier in Mexiko. Grandpa's very proud of you. El abuelo está muy orgulloso. Der Großvater ist sehr stolz auf euch. Ich habe sehr viele ACI-Lehrer unterrichtet. Und die meisten machen dauernd Urlaub. Oder Siesta. Also deshalb bin ich sehr froh, dass ihr so hart arbeitet. Lateinamerika ist ein Riesenort.
ungefähr 550.000 Spanisch sprechende Menschen. Und es ist irgendwie nett, denn wir gehen ja schließlich nicht von Tür zu Tür. Bei mir ist es so, dass jede Woche zwei Leute vorbeikommen und dann sage ich immer, ihr wollt bestimmt mit meiner Frau sprechen. Aber wir machen das nicht. Wir versuchen, Leute nicht zu belästigen. Mein Lehrer hat gesagt, wenn die Leute das wollen, und du ihnen keine Chance gibst, dann ist das dein Problem. Also es ist unsere Aufgabe, den Leuten eine Chance zu geben. Und daher bin ich sehr stolz auf Aldo und das gesamte Team. Okay, we're gonna go back to a little. We're gonna go back to the idea of where does the voice. Wir wollen zurückgehen zu dieser Vorstellung, woher diese Stimme in deinem Kopf kommt. Und wenn dein Freund vielleicht sagt, sag mal, was hast du eigentlich gelernt letztes Wochenende? Dann müsst ihr euch ein bisschen vorbereiten. Ihr könnt da nicht einfach sagen, ich kann mich gar nicht erinnern. Dieser Typ hat gesagt, dass diese Stimme in deinem oder Stimmen in deinem Kopf, das bist nicht du. Und du hast keine Chance, das zu beeinflussen, was diese Stimme in deinem Kopf sagt, wenn du jemals unter Depression gelitten hast oder dich von einem Jungen oder Mädchen getrennt hast, dann kannst du nicht einfach deinem Geist sagen, dass er aufhören soll, über eine bestimmte Sache zu reden. Also richte dich ein mit dieser Idee, mit dieser Vorstellung, dass du nicht diese Person in deinem Kopf beeinflussen kannst und das bist nicht du. Denn diese Worte wurden geäußert, bevor du sie hören konntest. Denn in dem Moment, wo du diese Worte in deinem Kopf hörst, ist der Sprecher schon verschwunden in die Vergangenheit. Also woher kommen oder kamen diese Stimmen? Die kommen aus Samen in deinem Geist. Und wie unser Freund gesagt hat, diese Samen werden von dir gepflanzt. Und niemand kann dir sagen, was du in deinem Geist denken sollst. Das ist nicht möglich. Du kannst dir nicht befehlen, was du denken sollst und noch viel weniger andere Leute. Wenn du gute Samen in deinem Geist hast, wird diese Stimme fantastisch sein. Sie wird dir neue Ideen bringen und du wirst für den Rest deines Lebens glücklich sein. Wenn du nicht lernst, diesen Prozess zu kontrollieren, dann wird es einfach so weitergehen wie zu der Zeit, bevor dieses Programm gestartet hat. Und die meisten werden zufällig getriggert von diesen Samen. Sie wissen noch nicht mal, dass sie Samen haben und die Samen öffnen sich dann einfach und sie haben einen Gedanken in ihrem Kopf und sie haben überhaupt keine Kontrolle darüber. Ihr ganzes Leben lang. Seitdem du ein Kind warst bis jetzt, bist nicht du, der da redet in deinem Kopf. Und ab jetzt hast du die Möglichkeit zu entscheiden, was diese Stimme in deinem Kopf sagt. Du hast nächste Woche diese Möglichkeit. Du hast die Möglichkeit, besondere Samen zu pflanzen. Und dann wird
die Stimme nächste Woche wundervoll sein. Es ist wirklich nett, in einem Kopf zu wohnen, wo derjenige, der spricht, wirklich total cool ist und jede Woche besser wird. Wenn du einmal verstanden hast, wie man diesen Samen pflanzt, das ist so wie nicht Spaß, der einfach nicht aufhört und es wird immer größer. Und diese $250,000, dieses Unternehmen, das habe ich vor 25 Jahren verkauft. Und das war erst der Anfang vom Spaß. Seit der Zeit habe ich noch viel mehr Spaß gehabt, weil ich gelernt habe, wie ich die Samen pflanze für diese Stimme in meinem Kopf. Und der sagt mir dann, er hat mir dann zum Beispiel gesagt, wäre das nicht cool, wenn wir nächstes Jahr wieder nach Mexico City fahren? Also, was ihr dieses Wochenende lernt, wie man diese Samen pflanzt. Ich wiederhole die Schritte. Und wenn wir noch Zeit haben, dann gebe ich euch so ein bisschen Kopfschmerzen in Verbindung mit dem Gedicht. Und wenn wir dann immer noch Zeit haben, dann können wir noch Fragen und Antwort machen. Also, wenn du jetzt schon Fragen hast, dann bereite sie vor. Wir gehen die Bilder jetzt durch, denn Bilder sind gute Möglichkeiten, um Dinge zu erinnern. Ich weiß, dass Pachi und Pau und Shanti, dass die bestimmt noch ein nachfolgendes Programm haben, um diese Bilder wieder und wieder zu erklären. Das erste für $100. Haben wir eigentlich genug Geld? Okay, $100. Okay, für $100. Was passiert hier in diesem Bild? Also für $50, was passiert in diesem Bild und $50 dafür, was nicht passiert in diesem Bild. Die Frau in diesem Bild hat einen Samen gepflanzt und es ist ein Baum daraus gewachsen. Wofür steht der Baum? Das ist der Baum, sind die Samen, die sie vor einiger Zeit gepflanzt hat, also ein Baum für ihren Geist. Und was passiert nicht in dem Bild? Sie isst ihn nicht. Das ist ein seltsames Bild. Denn die Leute erinnern sich an seltsame Bilder. Man erinnert sich nicht so gut an normale Bilder. Und wenn du an dieses Wochenende denkst,
dann denk an dieses Bild. Ich möchte eine Stimme pflanzen, die in meinen Geist kommt. Und mir coole Dinge sagt, die ich machen soll. Zum Beispiel so, wie ich das Diamantgeschäft gestartet habe. Das war mit $7. Und diese Person in meinem Geist war sehr im Diamantgeschäft haben wir einen besonderen Ausdruck, das heißt Nutmeg. Das heißt, wenn einer immer ne sagt. Also ich hatte dauernd diese Stimme im Ohr, mach dieses Diamantgeschäft, mach dieses Diamantgeschäft. Und das war unglaublich. Die größte Juwelengeschäft der Welt. Und wenn du also diese Stimme entwickelst, dann ist es total witzig und du hast vielleicht auch dieses Nütnück. Nächstes Bild. Das podemos ir de regreso a casa. Haben wir genug Geld? Wir müssen vielleicht per Anhalter nach Hause fahren. Also nicht die Hand heben, bis ihr es wisst. Dieses Bild repräsentiert, dass es viele Optionen gibt, viele Möglichkeiten. Das, was ihr hier lernt, ist nur die beste. Es gibt übrigens ein besonderes System. Wenn er dich jetzt auswählt, dann gibst du ihm hinterher $50. Das besondere System ist, gute Ideen zu pflanzen. Instead of planting bad seeds, to have like a good consultant. It's okay. Está bien. No, there are many good voices you can plant. Hay muchas buenas voces que puedes. Anstatt der schlechten Stimmen. Es gibt viele, viele gute Stimmen, finanzielle Unabhängigkeit, Glück in der Familie. Man kann da verschiedene Stimmen auswählen. Aber ich glaube, die Kreativitätsstimme ist das Beste. Das ist vielleicht diese neue Ideenstimme, denn die Stimme kannst du dann für alle anderen Stimmen benutzen. Ich habe zum Beispiel eine neue Idee. Ich habe vielleicht eine neue Idee, wie meine Frau abwaschen kann. Und noch etwas danebenbei machen kann. Das macht meine Frau vielleicht sowieso schon. Und wenn du sehr kreativ bist, dann kannst du auf unterschiedliche Art und Weise kreativ sein. Und in dieser Klasse, da fokussieren wir uns auf diese kreative, sprechende Stimme. Wenn ihr jetzt lächelt, dann könnt ihr eure Hand heben. Nächstes Bild. Para tener buenas ideas, lo mejor es asistir a clases de cosas que no entiendes. To have good ideas, the best thing to do is to go to classes that you don't understand. Yeah, good. Wenn du
neue Ideen habe, dann ist es am besten, zu Klassen zu gehen, die du nicht verstehst. Ich meinte nicht, dass du zu jeder Klasse gehen sollst, die du nicht verstehst, aber ein einfacher Vorschlag. Wir haben 3 Klassen jede Woche und die sind umsonst. Das sind diese Übersetzungsklassen. Die sind schwierig. Und die schwierigen Sachen machen dich stark. Das kennt ihr vielleicht aus dem Gym, aus dem Fitnessstudio. Und macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht alles versteht oder gar nichts versteht. Das ist nicht wichtig. Sitzt einfach da und hört zu. Dharma, Fortschritt, das steigt nicht so ganz allmählich an. Es geht so. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Wenn du 3 Wochen lang kommst in die Klassen, ist genau wie mit der Meditation. Du meditierst, 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 dann Netflix, 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 dann wieder Meditation, Meditation, dann Netflix, Disney, dann wieder Meditation, Meditation. Es ist unmöglich, dass du immer nur nach oben gehst. Denk einfach gar nicht drüber nach. Du solltest jeden Monat einmal crashen. Deine Geduld sollte zunehmen, zunehmen, zunehmen. Dann kommt einer mit dem Auto und rempelt dich an. Dann brichst du ein und dann geht es wieder weiter mit der Geduld, Geduld, Geduld. Keiner ist perfekt. Wenn du perfekt bist, dann brauchst du nicht in diese Klasse zu kommen. Und es steht fest, dass du irgendwann einbrichst. Also erwarte es und nimm es auch nicht zu ernst. Oh nein, ich habe vergessen zu meditieren. Sei einfach ruhig und meditiere morgen. Nächstes Bild. Das ist einfach. Under 21 you have to use for your college scholarship. Si tienes menos de 21 años lo tienes que usar para tu fondo de la universidad. Esa es una bolsa con un reloj. Eine Tasche, und du kannst sie öffnen, und du kannst das Telefon reintun und das hilft dir, den Computer oder das iPad zu vermeiden. Hey, if you come with me when I finish the talk, si vienes conmigo cuando wenn du mit mir kommst, wenn ich fertig bin, dann gebe ich dir eine. It's a zip bag and also a bag to carry this. Es gibt welche, die man über die Schulter tragen kann und welche, die man so mit Reißverschluss verschließen kann. Und das ist meine Lieblingssache im Leben im Moment. Wenn du also vergisst mitzukommen, ist es auch okay.
Nein, ich gebe dir die. Und ich krieg hoffentlich eine andere. Now, before you answer, antes de que respondan, this is connected to the last picture. Esto está conectado. Bevor ihr antwortet, das ist zu dem letzten Bild, steht mit dem letzten Bild in Verbindung. So, in order to experience what Geshe-la read from the garden, you need a level of concentration that can... das zu erfahren, was Geshe-la im Garten erfahren hat, musst du deine ganzen Devices, deine ganzen Sachen wegpacken für 8 Stunden, deinen Computer und Handy. Das ist die falsche Antwort, aber es ist eine gute Antwort. $100. Bevor ich diesen Gute-Nacht-Buch-Club gestartet habe, habe ich aufgehört, Bücher, also richtige Bücher zu lesen. Und ich hatte die ganzen Bücher einfach im Telefon. Aber ich habe trotzdem gerne gelesen, bevor ich eingeschlafen bin. Aber wenn ich auf dem Handy lese, bevor ich einschlafe, dann schlafe ich auch nicht gut. Wenn ich ein richtiges Buch lese, so 15 Minuten, bevor ich einschlafe, dann schlafe ich gut. Und mein Vorschlag ist so von 10 bis um 6. Wenn ich unterwegs bin und allein bin in meinem Hotelzimmer, das ein sehr gefährlicher Ort ist, weil ich meinen Timer dann nicht stelle, dann bitte ich immer darum, um 10 Uhr eine Nachricht zu bekommen. Und dann stecke ich den Computer und das Telefon weg. Aber dann habe ich immer noch die Fernsteuerung vom Fernseher im Hotel. Manchmal hat das Hotelzimmer auch 2, wenn ich eine abgegeben habe. Wenn du dieses System aber beibehältst, dann wird sich deine Produktivität verdoppeln. War es nicht Yves Saint Laurent? Hat gesagt, du kannst entweder tolles Augen-Make-up benutzen oder 8 Stunden schlafen. Glaube ich, wenn eine Frau, die 5 Stunden geschlafen hat und viel Yves Saint Laurent verwendet, sieht nicht so gut aus wie eine Frau, die 8 Stunden geschlafen hat. Es ist natürlicher, wenn man 8 Stunden geschlafen hat und ist das billigste Make-up. Wie heißt dieses Geschäft? Sephora? Ich sage euch Männern, wenn die Frauen zu Sephora wollen, dann geht nicht. Ihr kommt da nicht unter $300 raus. Wenn ihr zur Drogerie geht, zum DM-Markt oder sowas, da gibt es den gleichen Lippenstift für nur 2 Euro.
Also lasst euch Entschuldigungen einfallen. Also es verändert dein Gesicht und macht deinen Geist kraftvoll. Du kannst doppelt so viel Geld machen und du wirst es nie wissen, denn du hast es noch nie ausprobiert. Ich sage nicht, dass eine Nacht mit 8 Stunden Schlaf den Unterschied macht. Wenn du es 3 Wochen machst, dann wird dein Geist stärker werden. Und du fühlst dich gesünder. Ich bin der Großvater. Ich gehe zum Yoga-Unterricht. Und da sind diese ganzen 20-Jährigen. Und ich denke immer, wow. Ihr müsst mal sehen, dass ihr ein bisschen Schlaf kriegt und euer blödes Telefon weglegen. Déjalo que tenga 16 horas al día. 16 Stunden am Tag reichen und dann nimm 8 Stunden für dich. Gib dem Telefon 16 Stunden, aber nimm 8. Das Telefon sollte dir Zeit geben, aber es kostet dich Zeit. Also bitte, bitte, bitte. Wenn du nicht die Kraft hast, das selbst zu machen, dann frag deinen Freund. Ich habe einen Freund, der wohnt direkt nebenan, 2 Minuten von mir. Wenn meine Frau im Urlaub ist oder so, dann um 10 Uhr kommt er rüber und streckt die Hand aus. Also, finde einen Freund. Wenn du so bist wie ich, dann hast du vielleicht nicht die Kraft, das selbst zu machen. Und du brauchst Freunde, die dir da helfen. Das Telefon ist sehr ähnlich wie Alkohol. Wir sind alle abhängig. Wo guckst du am liebsten auf dein Telefon? Ich bin in einem bestimmten Raum und auf einem bestimmten Sitz und gucke dann da. Und nach einer Stunde klopft meine Frau dann an die Tür und sagt, also andere Leute, die müssen auch mal aufs Klo hier. Und ich sage dann, oh, tut mir leid, es gibt gerade so interessante Neuigkeiten über Trump. Also sei vorsichtig, wenn du selbst nicht die Kraft hast, frag deinen Freund und helft euch gegenseitig. Du wirst es nicht bereuen. Du wirst eine viel erfolgreichere Person sein, bitte. Ich glaube, McDonald's, Kentucky Fried Chicken und so weiter, die werden mich umbringen. Wenn das passiert, dann wisst ihr, warum. Nächstes Bild. Ich habe gerne verschiedene richtige Papierbücher bei mir, wenn ich einschlafe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen was Tiefschürfenderes lesen kann. Dann lese ich vielleicht das Diamantschneider-Buch, das Business-Buch. Und manchmal bin ich so müde, dann lese ich lieber was wie Der Garten. Also vielleicht habt ihr einfach 2 Bücher neben dem Bett. Eins, was ein bisschen tiefergehend ist und eins, was ein bisschen entspannender ist. Und wenn du mit diesem Buch wirst du innerhalb von 6 Minuten in tiefen Schlaf fallen.
Und auch wenn du es morgens liest, wirst du nach 6 Minuten in Tiefschlaf fallen. Ich habe dieses Bild nicht gezeigt. Das sollte ich gestern zeigen und habe es nicht getan. Und das ist das Letzte von gestern. Und ich habe euch gesagt, dass es eine bestimmte Methode gibt, um die Samen für die innere Stimme zu pflanzen. Und dieser Typ hier, der macht das gerade. The seed is to think 24/7 in all the things that I'm seeing. What seed do I plant it to see that happening? Nice, how did that? Also man überlegt, welchen Samen habe ich gepflanzt, damit das passiert. Diese Klasse, diese 3 Tage, macht Spaß. Warum? Geshe-la hat euch keine neue Meditation beigebracht, wo ihr euch schuldiger fühlt wie letzte Woche, schuldiger fühlt als letzte Woche, weil wenn ihr die nicht tut, jeder fühlt sich schließlich gerne schuldig, ich auch. Ich hatte mal einen Schüler und der hat gesagt, Geshe-la, bitte bring mir keine neue Meditation bei. Und ich habe gesagt, warum? Er sagte, ich fühle mich schon schlecht, weil ich keine von denen mache, die du mir in der Vergangenheit beigebracht hast. Jetzt bringst du mir noch eine neue bei. Nein. Und das hier, das kannst du überall machen. Und niemand wird das überhaupt mitbekommen, dass du meditierst. Vielleicht denkt jemand, dass er gerade an irgendeine Frau denkt. Aber das macht er nicht. Er denkt, welchen Samen habe ich gepflanzt, um diesen Typ zu treffen? Ich hatte einen guten Tag. Ich bin zur Arbeit gefahren. Und dann spielte das Radio Jimi Hendrix. Und ich war so glücklich. Und dann hat mich ein Auto abgeschnitten. Und in dem Moment, mach deine Meditation. Mach deine Meditation über die kreative Stimme. Was für ein Samen habe ich gepflanzt für diesen Idioten? Denk einfach drüber nach. Dann fährst du zur Arbeit, steigst aus und vergisst das Ganze. Eine kurze, einminütige Meditation. 3-mal am Tag, 5-mal am Tag. Geshe-la, wann soll ich denn meditieren? Meditiere, wenn irgendwas Blödes passiert. Und meditiere, wenn irgendwas Tolles passiert. Wow, ich habe die unglaublichsten Leute getroffen in Mexico City. Die waren so toll. Was habe ich gemacht? Das sind sozusagen deine Trigger für die Meditation. Etwas Schlechtes passiert oder etwas Gutes passiert. Und dann sagst du, warum ich? Mein Lehrer hat mich auf manchmal seltsame Art und Weise unterrichtet, den ganzen Tag über. Alles.
Auch wenn ich das Klo geputzt habe, habe ich was gelernt. Er hat ein Fernsehen gekauft und gesagt, ich bin der Chef im Kloster, ich kann Fernsehen gucken, du nicht. Und du darfst auch kein Fernsehen gucken. Und er hat dann gesagt, aber wenn etwas Interessantes passiert im Fernsehen, dann läute ich die Glocke. Habt ihr euch je gefragt, warum Lamas eine Glocke haben? Und er hat gesagt, wenn du die Glocke hörst, dann komm hochgerannt, dann passiert gerade was Interessantes im Telefon. Und ich sagte, ja. Und ich habe in der Nähe von der Treppe gearbeitet die ganze Zeit und dann ding, 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 dann bin ich raufgerannt. Dann hat er gesagt, schau die Nachrichten an. Dann waren da Nachrichten über eine Frau, deren Haus niedergebrannt war. Sie hatte das Bügeleisen angelassen und das Haus ist abgebrannt und sie hat geweint und sie hat gesagt, warum ich? Das passiert doch vielen Leuten, dass sie das Bügeleisen anlassen. Aber warum ist mein Haus jetzt abgebrannt? Und dann hat er gesagt, okay, du kannst gehen. Und ich habe gedacht, warum? Und er sagte, geh. Geh. Dann habe ich dann weiter gearbeitet. Und dann ging es wieder ding, ding, ding. Nach einer Stunde bin ich wieder raufgerannt. Und dann hat er gesagt, schau dir das an. Und dann dieser gut aussehende Moderator hat geklopft, an die Tür geklopft in einem üblen Teil in New York. Und eine arme Frau hat aufgemacht und er hat gesagt, und er hat dann zu ihr gesagt, du hast in der Lotterie gewonnen. Hier ist ein Scheck über 5 Millionen Dollar. Und die zeigen das total gerne im Fernsehen, wie sie dann ausflippt und schreit und wow. Und sie tanzt rum. Und er hat mich gefragt, was hat sie nicht gesagt oder gefragt? Warum ich? Wenn du die in der Lotterie gewinnst. Keiner fragt dann, warum ich? Aber wenn dein Haus abbrennt, dann warum ich? Warum ich? Wenn du beim Team der Kreativitätsstimme bist, dann solltest du die ganze Zeit, warum ich, dich fragen. Wenn was Blödes passiert, ist es natürlich, dass du sagst, warum ich. Aber auch wenn was Gutes passiert, dann frag dich, warum ich. Übrigens, habt ihr gemerkt, dass ich euch nicht gesagt habe, was ihr dann denken sollt, sondern ihr sollt nur die Frage stellen und wie du das beantwortest, das ist dein Problem. Ich bitte euch nur, euch die Frage zu stellen. Wenn was Gutes passiert, wenn was Schlechtes passiert, warum ich? Und du findest es selbst raus. Das glaubt nicht, dass das länger als 2-3 Minuten dauert. Denn dein Leben bewegt sich sehr schnell. Du hast keine Zeit, da 2 Stunden drüber nachzudenken, warum dich irgendein Arschloch da auf der Straße dir die Vorfahrt genommen hat. Aber 30 Sekunden kannst du drüber nachdenken. Du kennst die Samen in deinem Geist besser. Ich kenne sie nicht. Also kommen wir zurück zu ernsthaftem Geld. Oh, das
Geld ist alle. Okay, dann braucht ihr jetzt nicht mehr aufzupassen. Also, warum ich? Ich bin nochmal durch die Unterlagen gegangen. Und da sind verschiedene Teile hier beim Reading, bei den Unterlagen. Und ich möchte, dass ihr da einfach ein Gefühl für bekommt. Ich lese das Tibetische, das weil es Glück bringt. Wort. Macht das? Okay. Here we go. Sweetly. Okay. Amar ke pa yin shin du. Gyur me gen poe rang shin du. Jup jup jawa di karna. Gen por ame lu su ni. Shuk pe sun di kyu ki mu. By the way, he's the best teacher of Tibetan language. Por cierto, él es el mejor maestro de Er Tibet. Ist der beste Tibetischlehrer. He gives free class every week. Él da clases gratis cada semana. Und er gibt jede Woche eine Klasse, die umsonst ist. Also, wenn ihr nicht sein Unterricht kommt, seid ihr verrückt. Es ist umsonst, es macht Spaß. Und er bringt den Leuten bei, wie man sehr schnell lesen kann. Chair, chair, bring back the chair. Okay. All right. Thank you. Okay, here's the translation. Aquí está la traducción. Por un lado, entonces. Hier ist die Übersetzung. Que toma forma dentro de su madre. Quien por otro lado sigue adelante. Auf der einen Seite hast du jemanden, der geboren wird in seiner Mutter, der auf der anderen Seite weitergeht in einer Form. Die unveränderlich ist. Wenn das hier ein Stift von sich aus ist, dann wird er sich nie verändern. Er wird niemals nicht mehr schreiben. Wenn der Stift aus sich selbst herauskommt, dann wird er nie leer werden. Wenn der Stift von mir kommt, von meinen Samen, dann jedes Mal, wenn ich ihn benutze, jedes Mal, wenn ich den Stift benutze, dann wird die Tinte etwas weniger. Nicht wirklich das so, dass die Tinte weniger wird, sondern die Samen verbrauchen die Samen. Wo ist mein Banker? Wir machen noch einen und du erklärst meiner Frau, warum. Eine große Frage. Wenn du mit dem Stift schreibst und du schreibst etwas, woher kommt denn das Geschriebene? Don't go like this, go like this, it's more money.
azul de vienen de mis semillas. La escritura viene de mis semillas. The writing comes from my seeds. Yeah, good. Sí. $100. Muy bien, $100. Das Schreiben kommt von meinen Samen. This is very difficult. Esto es muy difícil. People say Geshe-la, the pen exists on its own side. La gente dice Geshe-la, la. Die Leute sagen, der Stift existiert aus sich selbst heraus. Und ich sage, warum? Und sie sagen dann, schau doch, er kann auf dem Papier schreiben. Aber das Schreiben kommt nicht vom Stift. Wenn du den Stift bewegst, dann macht dein Geist die Zeichen auf dem Papier. Jetzt gibt es schlechte Neuigkeiten. Warum? Jede Minute des nächsten Films, den du schaust, woher kommt das? Aus welcher Richtung? Oh, ich habe Wolverine gesehen und der neue Hit oder Deadpool. Übrigens, mit meinem Meditationssystem könnt ihr meditieren und den Film sehen. Und ihr fragt euch dann vielleicht, warum ist das so blöd? Was habe ich gemacht? Aber wer hat den Film geschrieben? Du. Jede Minute kommen neue Bilder. Dein Geist macht diese Bilder. Dann werden Sachen alt. Warum? Bei einigen Filmen bist du vielleicht so froh, dass er vorbei ist. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich muss den zu Ende anschauen, weil ich ja schließlich Geld bezahlt habe. Und dann sage ich meiner Frau, wenn er vorbei ist, ich bin so froh, dass er vorbei ist. Aber warum? Weil deine Samen zu Ende sind. Und auch die Samen für deinen Körper werden irgendwann leer sein. Dein Körper ist entstanden in deiner Mutter aufgrund von Samen. Und zwar zuerst bildeten sich die Chakren und dann die Energiekanäle und dann bildeten sich die Knochen und so weiter um die Energiekanäle und dann die Muskeln um die Knochen. Während all dieser Wochen im Leib deiner Mutter. Und jede Woche gibt es ein neues Chakra und irgendwann bist du dann fertig. Und all die kommen aus den Samen heraus und wenn du deinen Körper benutzt, wenn der Stift aus sich selbst herauskommt, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum der irgendwann leer werden sollte. Also wenn der Stift aus sich selbst herauskommt, dann wird er niemals leer werden. Wenn der Film nicht von dir kommt, dann wird er immer weitergehen. Aber wenn er aus deinen Samen herauskommt, dann wird er irgendwann alt werden. Also, Frage. Word hat bestimmt das ganze Geld, das er in der Vergangenheit gewonnen hat. In diesem Buch, in dem Gedicht,
ist es eine Diskussion, ein Streit zwischen zwei Leuten, dem Engel und dem Teufel. Manchmal spricht der Engel und manchmal spricht der Teufel. Und wer sagt jetzt diesen Abschnitt und warum? Sie sagt, der Engel spricht. Denn sie erklärt, warum du alt wirst. Warum die letzte Beziehung gescheitert ist. Und es ist guter Ratschlag. Und daher muss es der Engel sein. Wir machen noch zwei und dann können wir zu den Fragen übergehen. He's the second best bass player in this room. Él es el segundo mejor bajista en esta habitación. Es der zweitbeste Bassist hier im Raum. Ngayi lutang ngayi truk ngayi ketsik pumotang ngayi tokom gulasok ngayi shikang ngayi yok ngayi chungma pusok tang ngayi ngupo tamchela migne ngayi simpayi loni kiewa telmeyin. Thank you. Wow. También se volvería completamente irrelevante alguna vez comenzar a sentir un pensamiento donde consideremos alguna. Und so wäre es auch vollständig irrelevant, einen Gedanken zu haben, wo wir eine Sache als die unsere betrachten würden. Denn keines dieser Dinge wäre jemals mein Kopf, mein Mund, meine Nasenspitze, meine Augen, mein Sehsinn, mein Körper, mein Bauch und so weiter. Wenn all diese Dinge nicht aus Dingen, aus Samen resultieren, kann nichts davon mein sein. Noch nicht mal dein Mund kann deiner sein. Oder deine Nase. Dein Bauch kann nicht dein Bauch sein. Dein Haus kann nicht dein Haus sein. Dein Mann oder deine Frau oder deine Kinder können nicht deine sein, wenn sie nicht aus Samen resultieren. Dinge, die nicht aus Samen resultieren, können niemals deine sein. Dinge, die nicht aus Samen kommen, können niemals deins sein. Und jetzt wird es sehr tiefgründig. Dinge, die nicht aus Samen resultieren, können nicht in Verbindung stehen mit anderen Dingen.
wenn ich sage, Maitri ist mein Enkel, dann sagst du, es gibt eine Beziehung zu diesem Kind, aber wenn es keine Samen gibt, dann kann es auch keine Beziehung geben. Wenn Maitri aus sich selbst heraus kommt, dann kann er nicht von seiner Mutter kommen. Er kann nicht von seiner Mutter kommen. Nur Dinge, die aus Samen kommen, können auch von anderen Menschen kommen. Wenn der Stift aus sich selbst herauskommt, dann könnte ich ihn auch nie besitzen. Denn er kommt ja nicht aus meinen Samen. Die Verbindung kommt auch von meinen Samen. Wenn ich die Beziehung verliere, kommt es auch von meinen Samen. Wenn Sachen nicht aus Samen resultieren, werden sie nie älter werden. Wenn Sachen nicht aus Samen kommen, kann niemand sie haben. Darüber musst du mal nachdenken. Eine Welt, die nicht aus Samen kommt, ist unmöglich. Ein Stift, der nicht aus Samen kommt, kann niemals leer werden. Du kannst auch keinen Stift kaufen, der nicht aus Samen kommt. Manchmal brauchst du einen Stift und dein Freund gibt dir einen. Manchmal brauchst du einen Stift und du gehst ins Geschäft und sie sagen, tut mir leid, die haben wir nicht mehr. Du kannst keine Stifte im Geschäft bekommen. Du bekommst sie von den Samen. Du musst alles teilen, was du hast. Dann bekommst du mehr. Jesus hat das immer wieder gesagt. Jesus war ein ziemlich cooler Meister in Bezug auf Samen. Was du willst, gib es jemandem anderen. Wenn jemand dein Pullover stiehlt, versuch seine Telefonnummer zu bekommen und frag ihn, sag mal, brauchst du auch meinen Mantel? Wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, dann sagst du, auch diese, die rechte Wange ist auch gut. Nur ein Meister der Samen spricht so. Haben wir überhaupt noch genug Benzin, um nach Hause zu kommen? Wer hat... Wer hat diese Verse geschrieben? Aber was ich hier meine, ist das der Engel oder der Teufel? Und warum? Der Engel? Aber du solltest niemals eine Frage mit einer Frage beantworten, sondern mit Vertrauen. Also der Engel? Weil der Engel aus meinen Samen kommt? Denk an dieses Bild mit dieser Frau. Wenn du über Samen sprichst, dann müssen sie, dann muss es der Engel sein, denn der Teufel spricht nicht gerne über Samen. Die letzte. Okay.
thinking it'd be nice to have Gibson come up and estaba pensando que estaría increíble que subiera Gibson. Gibson is a great vielleicht kann Gibson herkommen. Ist ein sehr guter Übersetzer aus Taiwan. Keine Ahnung, was er hier in Mexico City macht. And I'd like to welcome his partner Emily. Und ich möchte auch Emily willkommen heißen. Gibson is specializing in what we call pocket Dharma books. Gibsons Spezialität sind Dharma-Taschenbücher. Er hat schon zwei fertiggestellt. Und die sind ungefähr 600 Jahre alt. Und die Idee ist, dass du so ein kleines Buch immer dabei hast, was du irgendwie immer in der Tasche hast. Übersetzungen, Tims Übersetzungen. Die sind gut, wenn du einen Streit hast mit deinem Ehemann. Sehr schwer. Große Bücher. Aber Gibsons Spezialität sind diese kleinen, also diese Taschenbücher. Er fängt jetzt nach zwei und fängt er mit dem dritten an. Los geht's. Er hat übrigens viele Jahre auch dem Fundraising-Team geholfen in Guadalajara. Um den Flüchtlingen zu helfen, die zwischen Zentralamerika und der amerikanischen Grenze unterwegs sind. Es gibt da ein Haus jetzt, wo die Leute duschen können, sich entspannen können, was essen. Und dann gehen sie wieder auf diesen Zug. Und die haben das seit 10 Jahren unterstützt. No se preocupen, no les voy a pedir. Pero para las personas de Taiwán, ich werde euch jetzt nicht fragen, die in Taiwan, gibt es hier diese Box und die lassen sie rumgehen in Taiwan und die Leute tun Wechselgeld rein und das hat bei der Finanzierung geholfen. Und jetzt wird das auch auf Spanisch übersetzt. Yela Chiang Mi Samba, Gombe Dingzing, Zhao Mange, Dini Nga Yi Gong Ju Ken. One more time. Chiang Mebe Ngo Chu Che, Yela Chiang Mi Samba, Gombe Dingzing, Zhao Mange. Okay, good. Thank you. And thank you for your hard work. Thank you, Emily. Thank you. Okay, Aldo's going to read it in Spanish, and then we'll talk about it, okay? We have a few. We have -2 minutes. Okay. It's the same as my bank account. Nos quedan menos minutos, igual que mi cuenta de banco. Conduce. Wir haben -2 Minuten. Leite die Menschen, nimm sie an der Hand und geleite sie zu dem absoluten Nichts. Unterrichte sie nicht zu denken,
nicht an gar nichts. Lass mich kurz erklären. Wenn ihr ins lateinamerikanische Lehrerteam kommen wollt, sprecht mit Aldo. Und ihr könnt dann sagen, was macht ihr, werdet ihr in Costa Rica machen? Was unterrichtet ihr? Oh, wir nehmen die Hand von den Menschen und wir leiten sie, wir führen sie ins Nichts. Und dann bringen wir ihnen eine besondere Meditation bei. Denk an nichts. Dann unterrichten wir sie, wenn sie meditieren. Denk an so viel du kannst. Und dann werden sie richtige Meditationsmeister. Wer spricht dir? Der Teufel. Es ist Diablo. Un poco Diablo. Okay. Thank you. Porque. Churros. Churros. People ask me, Geshe-la, you didn't come to Mexico City for so long. Die Leute fragen mich, Geshe-la, du bist so lange nicht nach Mexico City gekommen. Und dann fragen sie mich, warum bist du zurückgekommen? Und ich sage, weil ich mich erinnere. Als ich die große Kathedrale gesehen habe, An dem Tag bin ich sehr religiös geworden und wollte zur Kathedrale gehen. Vielen Dank und wir sehen uns nächstes Jahr. So, Geshe-la, we don't know what unbelievable seeds we planted in the past. No sabemos. Geshe-la, wir wissen nicht, welche wundervollen Samen wir in der Vergangenheit gepflanzt haben, dass wir in der Lage waren, dass wir die Möglichkeit hatten, von dir zu lernen und hier zu sein mit dir. Und diese unglaubliche Engelsstimme zu hören. Und danke, dass du zurückgekommen bist nach Mexiko und dass du auf uns vertraust. Und danke, dass du mit uns diesen besonderen Tag geteilt hast. Und die Erfahrung mit uns geteilt hast, die besonders war in deinem Leben. Das ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem Geschäft, aber wir haben etwas zusammengestellt. Um dich zu bitten, für immer in unserem Leben zu bleiben. Wir lieben dich.
por favor, un aplauso a Geshe Michael. One applause to Geshe Lai, please. Und ein großer Applaus. I'm going to stay for a few minutes. Yeah. Please. And because the churro is still here, I think. Ich bleibe noch ein paar Minuten hier. Aber ich wollte mich noch einer Person bedanken. Gina. Gina Rivera. Gina Rivera. For many, many years. Por muchos, muchos años. Für viele Jahre. Seit vielen Jahren hilft sie nicht nur dem mexikanischen Team, sondern den Teams überall auf der Welt. Und sie macht so viele Layouts und alles. Geshe-la schickt sie immer 2 Stunden, bevor er sie braucht. Und sie sagt niemals nein. Und sie hilft mir seit vielen Jahren. Bueno, ahora tenemos algunas otras personas para agradecer. We now have other people we want to thank. Quiero invitar a Pachi. Wir haben noch andere Leute, bei denen wir uns bedanken wollen. Pachi, Francisco. ¿Dónde estás, Fer? Where are you, Fer? Allá viene. She's coming. Históricamente hemos hecho estos eventos en la ciudad de Guadalajara. Historically, we've been doing this event in Guadalajara. En los últimos, wenn wir zurückblicken, können wir sehen, dass wir so ein Event in Guadalajara hatten, und zwar seit 11 Jahren. Aber letztes Jahr, als das Event zu Ende war, ungefähr um diese Zeit, waren Pachi und ich ein bisschen müde. Und ich habe ihm gesagt, Pachi, ich glaube, es ist Zeit, dass wir den Ort für das Event mal ändern und ein bisschen aus dem Wohlfühlbereich rausgehen. Denn in Mexiko gibt es einfach viel mehr Leute. Und er sagte, okay. Und es war Fernanda. Ich übertreibe das wirklich nicht. Und ich habe ihr gesagt, wir haben gerade über dich gesprochen. Und ich habe gesagt, wir trinken gerade einen Kaffee und wir haben gedacht, wir rufen dich mal an und fragen, ob du nächstes Jahr nach Mexico City kommen kannst. Und wir haben es gemacht. Vielen Dank. Danke an alle und danke an alle Freunde. Danke auch an Pachi Coquet, der war der Produzent des Events. Er hat viele Stunden da reingesteckt. Und am ersten Tag um 1 Uhr morgens wollte ich einfach
schlafen. Und ich habe ihm gesagt, Mensch, was machst du denn noch? Mach's Licht aus. Und er war noch immer noch am Computer. Und er hat gesagt, ich versuche für jemanden ein Ticket zu kaufen, damit sie kommen können. Und die haben kein Geld und deshalb kaufen wir das. Also er arbeitet nicht nur daran, dass dieses Event stattfindet, sondern auch, dass jeder, der kommen will, dass er auch kommen kann. A while ago, I got an applauded when I was there. Y aunque es cierto que no me gusta vorhin habe ich schon Applaus bekommen. Und ich stehe eigentlich nicht gerne im Rampenlicht. My first thought and feeling was to think it's very unfair that not all the people who participated in this can be right at this moment. Entonces, und ich habe gedacht, es ist eigentlich nicht fair, dass nicht alle Leute, die dazu beigetragen haben, in diesem Moment hier stehen können. Deshalb hätte ich gerne, dass alle, die hier mitgetan haben und mitgewirkt haben, kurz aufstehen, damit wir euch applaudieren können. Son meses y meses y muchísimas horas por día de trabajo para que esto suceda en solamente dos días y una noche. It's months and months of work and countless hours. Es waren wirklich Monate an Arbeit, um dieses zweitägige Event umzusetzen. Und das wäre überhaupt nicht möglich gewesen ohne Fernanda. Ohne Fernanda und Francisco, que se ocupó que este evento se viera en todos lados del mundo al mismo tiempo. And who made sure that this event was broadcasted in all over the world. Así que der hat nämlich sichergestellt, dass das Event in alle Welt übertragen wurde. Also danke an alle, aber insbesondere an diese beiden. Thank you very much to all of the team, to all of the people who helped us. Without danke you, ans ganze Team. Es wäre ohne euch nicht möglich. Disponibles en 10 idiomas alrededor del mundo. Thank you to all of the participants that were online. Danke auch an alle Online-Teilnehmer. Es gibt mehr als 100 freiwillige Volunteers, die dazu beitragen, dass es in alle Welt übertragen wird. Because this would not have been possible if Tim wasn't all over this army of people. Así que gracias, Tim, por todo. Und es wäre nicht möglich gewesen, wenn Tim nicht vorn dran gewesen wäre mit dem ganzen Team. Danke, Tim, für deine Unterstützung. We do events like this all around the world. Wir machen ja solche Veranstaltungen auf der ganzen Welt. Und als wir uns entschieden haben, hier nach Mexico City zu kommen, waren wir ein bisschen nervös. Aber Pachi
hat immer gesagt, nein, Tim, wir können das machen, wir können das schaffen. Du weißt, wie wir sind. Es wird unglaublich werden, vertrau mir. Und das haben wir gemacht. Freitag waren hier 500 Leute. And we have over 200 people who came here for the whole weekend to study with us. Und 200 Leute, die das ganze Wochenende mit uns lernen. Und ich glaube, die Klasse heute ist eine historische Klasse. Wird das noch Generationen erinnern? Aber das Wichtigste jetzt ist, was machst du? Wir haben gesagt, dass deine Aufgabe ist jetzt, dass du diese Ideen nimmst und sie umsetzt. Denn du bist ACI. Du wirst der Lehrer sein. Du wirst Schüler haben. Und so wächst das und so breiten sich die Ideen aus. Und jemand hat mich vorhin gefragt, was ist deine Vision für ACI? Und ich habe gesagt, dass die Leute vielleicht irgendwann sagen, ich frage mich, warum ich das jetzt so sehe. Dass das so in der Kultur verankert sein wird, dass keiner mehr weiß, wo das eigentlich herkam. Niemand wird wissen, dass es überhaupt ein ACI gab. Denn die Leute leben einfach so. Und wie würde so eine Welt aussehen? Also werden wir nächstes Jahr wieder hier sein. Und wir werden den ganzen Raum füllen. Und das ist eure Verantwortung. And we have a follow-up program that you're going to get an email about very soon. Y tenemos un programa de seguimiento del cual van a recibir un correo. Und zum Follow-up-Programm gibt es dann separate E-Mails mit 18 Meditationen. Und wir haben auch über das ganze Jahr hinweg Programme und davon werdet ihr auch hören. Und ich hoffe, dass ihr da auch dabei sein könnt. Und wir freuen uns darauf, euch nächstes Jahr zu sehen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Brian, ¿podemos poner música?